Berlin-Tegel. Ich habe den besten Chauffeur, den man sich vorstellen kann. Leider muss ich alleine fliegen. Ab geht's nach Manchester. MyProtein hat mich eingeladen. Ich werde dort viele Athleten und Ambassadoren aus Europa treffen. Es gibt geile Sachen, die wir machen. Und es ist cool, dass eigentlich ein Sponsor einen dann einlädt, auch nach England, und so ein bisschen das ganze Verhältnis pflegt. Ich freue mich richtig drauf und ich bin immer gespannt, was wir da in Manchester erleben. Und ja, jetzt bin ich mal wieder spät dran. Aber zum Glück ist der Tegel eigentlich gar kein Flughafen, sondern eine Bushaltestelle. Wenn das jetzt ein großer Flughafen wäre, hätte ich verloren. Aber eigentlich geht es in Tegel mal schnell. Ich verlasse mich hier drauf und hoffe, dass ich den Flug jetzt erwische. Ja, schnell, schnell, schnell. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell, du. So, easy peasy, das meine ich mit Tegel. Guck mal, nichts los, selbst am Sicherheitscheck. Ja, ungelogen, ich habe 2 Minuten gebraucht. Sicherheitscheck-in. Die sollen den neuen Flughafen einfach eindämpfen und bei Tegel bleiben. Das ist so praktisch, zwar mega klein, aber easy. Kein Stau, nichts. Okay, ist auch eine unmenschliche Zeit, so um 22 Uhr zu fliegen, aber ich feiere das und ich fliege auch morgen Abend gleich wieder zurück. Es ist schon fast so mein kürzester Flug, obwohl ich bin einmal nach Köln, morgens hin und wieder zurück. Ist natürlich jetzt nicht so ökologisch, aber manchmal muss es leider sein. Deswegen heute Abend hin, spät, und morgen Abend wieder zurück nach Berlin. Einen Tag in Manchester quasi, und jetzt muss ich hier mein Gate gerade suchen. 84. EasyJet. Meistens nicht ganz so geil, EasyJet. Manchester ging easy. Noch geht's ja mit der ID-Card, also mit dem Ausweis. Bald braucht man dann sicher auch den Pass hier. Ja, noch ist es so ein bisschen EU-like, aber nicht mehr lange. Ich finde es schade eigentlich. Naja, so ist das nun mal. Und jetzt muss ich gucken, dass ich noch was zu Fratzen kriege. Ich habe heute noch nichts gegessen. Hier ist eine Stunde zurück zwar, aber in Deutschland eigentlich schon 12 Uhr und ich habe Hunger. Da sind wir. Ein typisches Hotelzimmer, würde ich sagen, die Frau Sonne. Ich brauche ja noch ein bisschen Licht. Erstmal Uber Eats anwerfen, glaube ich. Ah, schauen wir mal. Roomservice. Auf der Karte konnten sie nicht mal alles machen um die Uhrzeit. Aber ich habe einfach das genommen, was ich noch machen konnte. Und dann habe ich gerade noch bei Uber Eats bestellt. Pizza und Döner. Mal sehen, ob das mal ankommt. Aber vorweg mal gucken, was das Hotel mir so als Abendessen bringt. Und Süppchen. Da habe ich aber jetzt mehr drunter erwartet. Und jetzt so schicken Ticker mit so ein bisschen Brot. Na gut, fangen wir mal damit an. Das Chicken Tikka schmeckt überraschend gut. Und auch die Linsensuppe kann man welche machen. Also richtig gut. Guck mal, was ich hier habe. Pepsi Max Raspberry, also Himbeergeschmack. Habe ich noch nie getrunken, gibt es bei uns gar nicht. Natürlich ohne Zucker. Und da bin ich mal gespannt drauf. Hoffe ich immer noch, dass die Pizza und der Döner gleich ankommen. Gönnermodus! Aktiviert, Sportfreunde! Fratzstatus 3000! Ja, was haben wir denn hier? Ich bin selber gespannt. Ich weiß ja auch nicht genau, was es dann hier in England gibt. Oh, das ist Calzone mit Dönerfleisch drin. Boah, guck mal. Ah, Geilometer. Boah, das wird fett. Noch eine Chicken Pizza. Mordspumpen morgen. Ich glaube, das wird geil. Und dann gibt's noch die letzte kleine Mahlzeit. Auch wieder ohne Carbs. Und dann geht's ins Bett. Oh, fuck, ey. Moin. Hotelnächte sind bei mir immer echt die kürzesten überhaupt. Ich kann gar nicht so ab, ne? Ich bin immer richtig vermatscht. Aber was hilft am besten, um in den Tag zu starten? Natürlich ein geiles Workout. Der Yoshi holt mich jetzt ab von MyProtein, der Kollege, der für mich zuständig ist. Und wir ziehen erstmal durch, ballern ein bisschen Training durch und dann geht's direkt zu MyProtein. Ich treffe die anderen Athleten. Da steht ein geiler Tag an. Es ist nämlich das Jubiläum von MyProtein, Geburtstag. Und ja,
da steht es vor der Tür und da müssen wir ein bisschen feiern. So, da sind wir. Ich vlogge schon mal, ne? Nicht, dass ihr euch erschreckt. Okay. Ich bin mit Yoshi, aber auch mit Kollegen aus Italien. Und hier ist sozusagen so eine Art Country Club. Ein Fitnessstudio von MyProtein, wo wir jetzt gleich schön pumpen gehen. Das ist das Wichtigste, was wir machen. Yoshi, Oberkörpertraining, oder? Heute Oberkörper. Ziehen wir durch, ne? Hey, yo! Yoshi, einer der wenigen Nutrition-Hersteller, die ein eigenes Gym haben, ne? Die einzigen von denen. Die einzigen, glaube ich auch. Ich kenne auch niemanden, der ein eigenes Gym hat. Also richtig, ist nicht nur ein Gym, das ist richtig edel. Ich war vor 2 Jahren mal hier und das ist ein richtig geiles Fitnessstudio drin mit so einem Spa-Bereich auch. Super, ja, gut. Ihr hört schon ein bisschen Italienisch. Das ist Thomas from Italy, next to Venice. Hi guys, yes. You do a lot of challenges, food challenges. Yeah. I'm a competitive eater, a kind of competitive eater. YouTube name is Thomas Hungry. Thomas Hungry, so you're always hungry? Yes. So you do all through the warrior diet, it's a kind of intermittent fasting. Yes, so, every day. So. Da seht ihr mal, intermittent fasting ist weltweit so eine Sache, wenn man viel fressen will, ne? Yoshi, kennst du auch, oder? Kennen wir auch. Aber wir kommen nicht drum herum, trotz Fasten, wir ballern uns erstmal ein Pre-Workout rein. Was ist denn hier? Blue Raspberry. Geht rein. Das ist nämlich das MyProtein Gym. Yoshi war selber noch gar nicht hier, ne? Erstes Mal selber im MyProtein Gym. Zieht euch das mal rein, das ist wirklich ein MyProtein gebrandetes Gym. Das ist ziemlich fett, ich zeige euch das mal, ich war halt schon mal hier. Das ist eins meiner Lieblingsgyms. One shot, now the future for sure. Let's go. Yeah, I was building on a lecture. Versus coming daily under pressure. Working on applying the scheme, the truth. Früher Morgen, ey. So, for me it's early in the morning, it's a hard workout. What's your time? Morning. Really? Yeah. For me it's hard in the morning. Really? Yeah. It's so okay. Okay. So you can just shoulder workout too, yeah? Shoulder, yeah, down. Perfect. I'm turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. The memories spark and motivate and make the industry shake. We put the balls in the plate. I'm talking one chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Took the cover, broke the drummer, passion never rests. Freedom is our teacher, under pressure, now we bless. See, I was so good for the goal. It's one art, one shot, now the future is yours. Go! Yeah! It's one on one shot, now the future is yours, go! Ich bin prepared für den Start, Puppe ist drin und jetzt kann der Tag nicht mehr schief gehen, ne? So, da sind wir. Yoshi, wo sind wir denn hier? Jetzt sind wir im Büro von MyProtein, im alten Büro, jetzt gleich gehen wir ins neue. Okay, das ist direkt am Flughafen hier. Direkt am Flughafen. Riesengebäude von The Hut Group oder ist nur MyProtein? Die ganze Gruppe. Die ganze Gruppe, der ganze Konzern. Wir haben 7 europäische Influencer eingeladen und 12 asiatische. Ja. Und dann stellen wir euch mal vor. Was ja viele nicht wissen, MyProtein ist mega fett in Asien, vor allem in Japan, ne? Ist einer der größten Abnehmer eigentlich, der größte, oder? Genau. Der größte ist Japan. Genau. Und seit einigen Jahren wachsen wir mehr und mehr in Asien. Ja. Wir sind natürlich eine englische Firma, aber wir erobern die Welt. Okay, wir müssen mal einen Asien-Trip machen, glaube ich. Ja. So here we are at the MyProtein office. So I hope we get some whey protein. To build some big muscles. Yeah, why not? Und sieht doch fett aus. Ich glaube, bis zu 2000 Leute arbeiten hier bei The Hut Group. Da sind ja unter anderem die MyProtein noch Glossy Box, Look Fantastic, ein paar Beauty-Unternehmen gehören dazu. Also es ist nicht nur MyProtein der Konzern, sondern ganz viele. Und die sitzen alle hier und das ist mit das größte Unternehmen hier in Manchester tatsächlich. Und jetzt müssen sie alle die Kamera rausholen und vloggen. So sieht das hier aus. Hier ist das deutsche Team. Hey. Wir haben unseren Trader, das ist Carsten. Hi Christoph, freut mich, hi. Hi Christoph. Konsumiert ihr auch beim Arbeiten, ja? Die ganze Subway. Ja, guck mal hier direkt bei der Arbeit, dann bist du mal schön versorgt. Ja, geil. Nicht schlecht, ist echt cool bei der Arbeit, du hast alles am Start. Keine Unterversorgung, brauchst du dich nicht sorgen, dass du Muskelschwund hast beim Arbeiten. Und gesund, ne? Also ich glaube, die wenigsten werden hier irgendwie M&M's fressen, oder?
findest du hier nicht. Das finde ich gut. Und dann machen wir noch kurz ein bisschen Fotos. Bisschen Posen. Ja. Ja. Ja, besser. Stimmt's denn? Da ist er wieder. Ey, das ist echt mein Lieblingsriegel. Ohne Witz, wenn ihr so gerne auch, allein wenn ihr Schokoriegel futtert, ne, so Snickers, Mars und so ein Zeug, nehmt mal die bessere Alternative und es schmeckt auch geiler. Also es ist, ohne Witz, ich habe kein schlechtes Gewissen, weil auch ein bisschen Eiweiß dabei ist und es schmeckt einfach noch geiler. Und das Geile ist, an jeder Ecke ist quasi eine andere Nation. Es ist ja weltweit mal Protein und dann gibt es so eine Ecke, wo nur die Deutschen sitzen, dann die Franzosen, die Engländer, die Asiaten. Was ist die größte Nation so auch mit, aber neben England jetzt so? Kann man das sagen? England sind die das asiatische Team, ja, wahrscheinlich, so von der Menge. Die sind natürlich auch nicht in Länder geteilt. Ja. Und dann haben wir viele Franzosen, ja, kann man schon sagen. Südwestamerika, ja, ist auch riesig. Wir haben es in Regionen eher geteilt, ja, als Länder. Okay. Genau. Aber hier, ich glaube, ist es Taiwan? Ja, man kann es fragen. Und China? Genau, hier sind sie. Dann haben wir hier Japan ist am Start, schaut mal. Und dann... das ganze Office ist alles Maiprotein. Das ist alles. Ja. Riesig groß. Und dann gibt es halt eine vegane Ecke, dann gibt es eine Klamottenecke. Produktentwicklung. Haben wir hier SEO. Okay. Und dann haben wir hier Brand. Brand. So kleine Teams, die quasi, genau, immer einen Schreibtisch haben und quasi, genau, einen Bereich von Maiprotein dann koordinieren. Genau. Also immer kleine Teams und dann, ja, kooperieren die Teams miteinander. So, jetzt geht's hier gleich rund. Hier ist ein Haufen an Influencern. Wie man sieht, auch viele Asiaten da. Ist damit der größte Markt von Maiprotein aus Frankreich, Influencer. Überall Influencer. Ich bin mittendrin als Influencer für Deutschland. Ich bin der einzige Deutsche hier heute, ne? Immer bin ich der einzige Deutsche. Aber ich muss hier meine Ehre vertreten. Muss man jetzt gegen andere antreten, mal gucken, was da geht. Ayon. Haseyo. Haseyo. Konnichiwa. Bonjour. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Buongiorno. Buongiorno. I think that's about it. 33. 34. Let's go. I'm just watching. 35. Ich esse erst spät wieder abends zu Hause. Aber ich kann das ganz gut einfach zusehen, wie die hier essen. Das sieht auch mega gut aus. It looks really, really good. Noi spaghetti. Sei preso l'insalata. Ho preso l'insalata. The Italian don't like spaghetti? Yes, I like spaghetti, but I didn't found it. Oh, you don't found? Why? Maybe they thought you eat too often spaghetti and today you just get chicken. Oh yeah, because last night I had the donuts. Because you don't want to look like a spaghetti, or? Natürlich darf ein Produkttest nicht fehlen von neuen Produkten. So eine Art Isoway hier, die neuen Produkte. So Wasserbasis mit Frucht, richtig lecker. Wie diese Ready-to-Drink-Dinge, aber zum Anmischen. Und diese Schokolade, kennt ihr noch diese Lollis, die früher so geknistert haben? Dieses Kaktus-Eis vielleicht auch. Da sind diese Knister-Dinge auf der Proteinschokolade. Richtig geile Sache. Ja, ich kann da immer als erster testen. Ich überlege mir so ein bisschen, wo ich die Bock hätte. Wäre Protein-Popcorn und Protein-Prezels. Ich hoffe, da kann man es machen. Die Popcorn von MyProtein gibt es schon in den USA. Schaut euch das mal an. Das ist so geil. Cinnamon Crunch und Dark Chocolate Sea Salt. Leider nur auf dem US-Markt, weil dort der Hersteller halt sitzt. Und ich hoffe, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, das mal irgendwann nach Deutschland zu bringen. Ich setze mich dafür ein. Glaubt mir, wenn ihr das einmal gegessen habt, dann seid ihr süchtig danach. Es gibt für mich kaum einen Protein-Snack, der einfach so geil ist. Du hast auch gerade probiert, ne? Also Yoshi, vielleicht können wir da irgendwie was machen. Es wird schwierig, aber ich setze mich dafür ein, weil ich werde euch einen Mehrwert damit bringen, wenn ich das schaffe. Insofern machen wir eine Sammelbestellung aus Amerika. Ohne Witz, wir machen eine Sammelbestellung. Also, wenn ihr das nicht kennt, ihr müsst es testen. Es ist so geil. Kurzer Ausflug nach Manchester, hat sich auf jeden Fall krass gelohnt. Und ja, schnell wieder nach Berlin. Es wartet dann Abendessen auf mich und meine Küche ist angekommen. Nock hat die angenommen. Endlich eine Küche in meiner Wohnung. Das riecht mal wieder nach Käsetortellini, aber ob wir es heute gleich machen, eher nicht. War eine geile Zeit. Im Juni bin ich wieder hier in Manchester. Und ja, es ist für mich ganz wichtig, dass man irgendwie zu seinem Arbeitgeber und Sponsor auch da irgendwie so ein bisschen die Bindung immer wieder vertieft und auch geile Aktionen startet und vor allem auch die anderen Influencer aus den anderen Ländern kennenlernt, vor allem aus Asien auch.
Und vielleicht kann man dann in der Zukunft noch was Geiles machen. Ich bin gespannt. Lecker, lecker, lecker. Back in Berlin. Ich habe eine Küche am Start. Zieht euch das rein, ganz neu. Das heißt, wir können kochen und heute wird ein bisschen gegrillt noch. Und zieht euch das mal rein. Gemüse, Rinderfilet, Hähnchen, paar Eier, Salat. Hier, dann haben wir noch hier Brot natürlich. Das ist mal ganz neu. Ich habe jetzt vier Wochen haben wir hier eigentlich nur bestellt, weil ohne Küche war ein bisschen schwierig. Und jetzt ist alles da. Ich mache euch nochmal hier, eine Roomtour. Wenn ihr Bock habt, schreibt in die Kommentare. Roomtour, meine neue Bude hier in Berlin-Schöneberg. Eine weitere Sache. Was haben wir überlegt? Wir haben überlegt, einen Monat lang auf Zucker zu verzichten und sauber zu essen. Sauber zu essen. Das heißt, kein Zucker. Wir machen ja intermittierendes Fasten, wir beide. Wir machen das seit Monaten eigentlich. Es funktioniert auch mit Schrottessen. Wir fühlen uns auch gut, sind einigermaßen in Form. Wir hatten mal überlegt, was ist, wenn wir einen Monat tatsächlich clean essen und auf Industriezucker verzichten. Ihr könnt ja mal so sagen, in den Kommentaren wollt ihr es sehen. Ich denke, wir werden zu Viechern. Also wir werden zu Viechern. Krasser definiert geht nicht. Leistung wird sich wahrscheinlich nochmal steigern. Wir haben es eigentlich nicht nötig, aber wir wollen einfach mal vielleicht einen Monat das durchziehen, so als kleine Challenge. Und nicht diese komische Challenge, die alle machen, wo sie Burger fressen, weil das machen wir sowieso jeden Tag. Ja, das brauchen wir nicht. Und dementsprechend könnt ihr mal abstimmen und wenn ihr Bock habt, gibt es hier nochmal eine kleine Roomtour. Boah, es riecht so gut gerade. Kommt mal ran hier. Was machst du da so lecker? Ein Hähnchen. Dann haben wir Grillgemüse, richtig frisch gemacht, Zucchini, hier Knoblauch drin. Hier kommt noch so arabisches Brot drauf. Hier ist gleich schön Rinderfilet. Ah, das riecht schon so geil. Wie vielleicht? Boah, die Soßen, boah. Ja, Soßen. Ich mache jetzt gerade die Chili Mayo. Viel zu clean für uns. Viel zu clean. Freunde, Chili Mayo ist das Beste auf der Welt. Wirklich. Ganz einfach. Hier. Mirake Whip. Und Sriracha. Und das alles in eine Schüssel reingeben. Ja, ein bisschen ja, schärfer kann es auch ruhig sein. Komm, er verträgt ja viel Chili. Und dann schön einen rüber. Chili Mayo Beste. Der Typ wirklich, wenn wir Sushi essen gehen, der braucht immer seine Chili Mayo. Immer. Grillen war richtig geil, aber es geht geil weiter. Wir müssen nochmal richtig reingehen, bevor wir uns dazu entscheiden, vielleicht mal Clean Eating zu machen. Hier, wir haben eine richtig schöne Schillerecke in meiner neuen Bude. Guckt mal. Und zwar kann man die Couch richtig geil ausziehen. Ich feiere das. Man kann die hier wie so eine Liege ausziehen. Und dann geht es jetzt hier weiter mit ein bisschen Eis und Topping-Session, denn es gibt kein Eis ohne Topping. Mit Brezels, mit Reese's Nut Bar, Take 5 mit Brezels, richtig geiler Riegel. Dann haben wir einmal Switch Up mit Cookies. Peanut Butter Cup, hegen das und ja, ein bisschen vielleicht kein Ach. Übrigens, die Snickers mit echter Peanut Butter, auch richtig fett, voll zu empfehlen. Und so sehen unsere Abende aus, denn man sollte sich immer im Leben gönnen, liebe Sportsfreunde. Und das machen wir eigentlich jeden Abend. Und das ist ganz gemütlich dann hier, bisschen TV noch am Abend und dann nach diesem Zuckerschock schläft man einfach perfekt ein. Ja. Was will man werden, ne?